So, da geht's auch weiter bei Assassin's Creed Brotherhood. Wie ihr seht, ich habe jetzt 2388 Florin. Noch ein bisschen fehlen, aber ich bin jetzt hier noch an einem Gebäude, da bin ich eben vorbeigelaufen. Da ist nämlich noch eine Glyphe. Das ist der Palazzo irgendwas. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Und die Glyphe befindet sich da. Und ja, habe ich gedacht, holen wir die noch kurz, bevor wir weitermachen und die letzten Florin noch holen. Und deswegen lasse ich mich jetzt da reinfallen, beziehungsweise muss ich festhalten und dann reinsteigen. Und dann aktivieren wir mal den Cluster. Laden. Das Individuum hat nur den eigenen Gewinn vor Augen und wird dabei, wie in vielen anderen Fällen, von einer unsichtbaren Hand zu einem Ende geführt, das nicht in seiner Absicht lag. Und das, die Unterschrift kann ich nicht lesen. Smith, glaube ich, ist der Nachname. Adam? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht. Tut mir leid. Laden. Ah, ein tolles Schieberätsel. Juhu. Und das Bild ändert sich natürlich. Gut, dann gucken wir mal. Okay, das dürfte noch recht einfach sein, weil sich alle Teile einzeln verschieben lassen. Ich weiß nur noch nicht, wo oben und unten ist. Das muss ich dann rausfinden. Na, ich würde sagen so. Weiß ich nicht, sieht mir irgendwie plausibel aus. War das so richtig? Ja. Oh, nein. Okay. Im Moment. Nach oben hin wird es ja ein bisschen dunkler. Ja, so ist richtig. Ich kenne Menschen. Und die stehen wohl alle. Ich hätte mich auch einfach an dem kleinsten Ring orientieren können. Aber nicht so wichtig. So müsste es nämlich richtig sein. Genau. Der weitaus größte Teil dieser Güter, dieser Objekte der Begierde werden durch Arbeit hergestellt. Und sie können vervielfältigt werden. Nicht nur in einem Land allein, sondern in vielen fast unbegrenzt, wenn wir bereit sind, die erforderliche Arbeit zu investieren. Laden. Aha. Okay, noch eins. Oh, das ist aber schön. Jetzt nicht mehr. Ja, die schöne Natur muss Fabriken weichen. Traurig, aber wahr. Okay, jetzt drehen sich schon mehrere mit. Ich fange trotzdem mal von außen an. So. Okay, dann wird sich gleich der äußere wieder mitdrehen. Ah ne, der. Ich glaube, den konnte man einzeln drehen. Dann ist das, glaube ich, kein Problem. So. Und fertig. Ein großes Reich wurde etabliert zu dem einzigen Zweck, eine Nation von Kunden heranzuzüchten. Es kann nicht schwer sein herauszufinden, wer die Erfinder dieses ganzen Konsumsystems waren. Nicht die Konsumenten, sollte man meinen, deren Interessen völlig vernachlässigt wurden, sondern die Produzenten, um deren Interessen sich so umfassend gekümmert wird. Mein Gott, ist das Laden. Komplex alles. Spielende Kinder auf der Straße. Gleich kommt ein Bild, wo sie alle überfahren sind und tot auf dem Boden liegen. Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, ich erkenne wieder Menschen, aber ich weiß nicht ganz genau, was es darstellen soll. Ich orientiere mich mal in dem innersten Kreis. Obwohl es auch nicht so einfach. Ah, okay, so ist richtig. Und wie sieht es hiermit aus? So. Okay. Oh, der dreht sich wieder mit, aber das ist kein Problem, hoffe ich mal. Wenn ich jetzt rausfinden würde. Ah, okay. So müsste er nämlich richtig sein. Das heißt, der müsste so, ja. Okay, jetzt dreht sich wieder der Innere mit, aber... Wayne. So ist richtig. Ein Land, das Anstrengungen unternimmt, die Einwohnerzahl zu erhöhen, dessen Lage gut ist und dessen Bewohner eine Begabung für den Handel besitzen, wird stets zu den Gewinnern gehören, solange die Arbeit und der Fleiß seiner Bewohner gut verwaltet und sorgfältig gelenkt wird. Wenn du meinst. Laden. Das hört sich an wie der Trollololololo-Song. Oh mein Gott, ist der da drin verschlüsselt? Wir wissen es nicht. Laden. Ah, Schachspiel. Okay, die Arbeiterschaft vergrößert sich. Bruder neben Bruder im Recht. Das heißt, wir müssen... Das ist der erste Bruder, das ist der zweite Bruder und den müssen wir daneben setzen. Oh mein Gott. Laden. Quarantänezone. Okay, mal gucken, wie viel ich jetzt finden muss. Ob es immer noch einer ist oder schon mehrere? Nee. Ah, da ist er. Okay, sind mehrere.
Ja, und dann leuchtet sie mich, also dann füllt sich so ein roter Balken, und wenn man das innerhalb dieser vorgegebenen Zeit nicht findet, ist schlecht, aber jetzt weiß ich, wo die zwei sind. Quarantäne aufgehoben. Das war's. Das. Da stand jetzt ein Wort bei. Seht ihr? Das. Ja. Alles sehr mystisch. Ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Ja, den Tipp musst du mir jetzt nicht jedes Mal geben. Entschuldigung. Okay, gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch eine Kiste und dann müsste es eigentlich in Ordnung sein. Ich habe jetzt offscreen halt, ne? Hier einen... mir eine Karte gekauft und dann die Kisten abgeklappert. Währenddessen war ich auch nochmal bei der Bank. Ich habe einen Aussichtsturm noch eingesammelt. Ich habe ganz schön viel gemacht. Hätte ich das aufgezeichnet, wären da locker noch zwei weitere Teile draus geworden, wo ich nur in der Stadt rumlaufe und nicht weiß, wie ich weiterkomme. Oder besser gesagt, wo ich halt Geld am Suchen bin. Und ich bin wirklich froh, dass ich euch das erspart habe und ihr hoffentlich auch, weil wirklich spannend war es nicht. Dann können wir uns dann doch lieber auf die Story konzentrieren und auf andere wichtigere Sachen. So, wo ist denn hier der Schatz? Ich bin schon zu hoch. Wo ist der denn? Da unten ist er nicht. Wo ist er dann? Ah, da. Okay. Dann lass dich mal fallen, Ezio. Zack. Ah, aber nicht zu weit fallen lassen. Okay. Wenn wir Glück haben, haben wir es dann auch. Oh. Ja, wir haben es. Den Sklavenhändler aufsuchen, um das Lösegeld zu zahlen. Machen wir. Nebenbei kann ich dann auch noch einen Schatz mitnehmen. Sicher ist sicher. Okay, der ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Deswegen habe ich jetzt keine Lust, darauf zu klettern. Wo ist er denn? Ah, genau hier. Okay. Kupfererz. Ja, verkaufen könnte ich eigentlich auch mal wieder, aber mache ich jetzt nicht, denn ich habe keine Lust. Gut, dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Da wir noch ein bisschen was erreichen wollen in der Folge. Obwohl, wir haben jetzt eine Glyphe gelöst und haben das Geld zusammenbekommen, aber ich will trotzdem noch die Mission abschließen. Wäre eigentlich ganz super. Die scheinen allerdings recht weit weg zu sein und da auf die Brücke kann ich, glaube ich, nicht draufklettern, weil da irgendwie nicht so aussieht, als würde man da gut hochkommen. Aber vielleicht daneben. Oh, meine volle Synchronisation ist schon fehlgeschlagen, weil man in dieser Mission nicht hätte schwimmen dürfen. Ach ja, die Steuerung. Aber das ist mir eigentlich egal mit dieser vollen Synchronisation. Von daher. Okay, gut. Entschuldigung. Vergib mir nur. Meine Güte, sind die Leute hier aufdringlich. Sehr schlimm. Es war nett, dass der Erzbischof persönlich kam, um sich unsere... Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, wenn ich spiele, dann habe ich irgendwie viel mehr Probleme mit der Steuerung, als wenn ich privat spiele. Also wenn ich Let's Plays mache, habe ich viel mehr Probleme mit der Steuerung. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, wirklich nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Noob in Assassin's Creed. Was vielleicht auch eine plausible Erklärung wäre. Ah, und die Bogenschützen sterben noch nach einem Wurf mit dem Messer. Das ist ja schön. Noch wird es wahrscheinlich auch wieder ändern, so wie in Assassin's Creed 2. Oh, und da sieht mich wieder jemand. Ich hasse es. Warum sind die Wachen so oft zack, bitte? Ich weiß es echt nicht, ob das jetzt noch... Weil ein Großteil der Stadt noch unter Borgia-Einfluss ist, steht, oder... Weiß ich nicht. Weil die Entwickler einfach miese Schweinehunde sind. Okay, da ist unser Missionsziel, da müssen wir hin. Und da hinten läuft wieder ein Hauptmann rum, auch weil wir direkt an einem Turm sind. Das ist ja sehr praktisch. So, hallo. Seid ihr wegen der Hure hier? Aiutate mi! Ich habe euer Geld. Lasst sie gehen! Nein! Wendet euch an Cesare! Boah, diese miesen Schweine. Ja, ihr wisst ja, dass ihr jetzt nicht mehr lange leben werdet. Aber ich mag dieses Speedkill-Konter-Ding.
manchmal klappt's ja, manchmal klappt's nicht so. Weil zum Beispiel, wenn hier die Gegner dann genau dann angreifen. Aber nein, es gibt Schlimmeres. So, und da habe ich mein Geld wieder. Ha! Zu Rosa in Fiore zurückkehren. Ich würde sagen, wir holen uns aber noch kurz hier den Turm, wo wir gerade schon mal hier sind. Ich weiß zwar nicht, wie unauffällig es jetzt wieder wird, aber... Naja, was wir haben, haben wir, ne? Merkwürdige Art der Fortbewegung. Ja, super, ey, das fängt schon wieder geil an. Lass mich raus! Okay, ja, und sie haben mich wieder entdeckt. Oh, ey, ich hab's einfach nicht drauf. Ah, packt ihn! Naja, vielleicht kann ich die ja unbemerkt töten, ohne dass der Borgia-Hauptmann davon was mitkriegt. So wie bei unserem ersten Turm das schon der Fall war. Und anscheinend ist es auch so, das ist gut. Ich habe auch keine Wurfmesser mehr, ich müsste mir echt mal wieder welche kaufen. Und vor allem eine Erweiterung, ich kann nur 5 tragen, ist ja nix. Natürlich darf ich das, ich darf alles. Ich bin Ezio. Und du bist tot. Und da unten ist er. Ha, super, 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 super. Ja, Baby, so muss das laufen. Aber wenn das immer so laufen würde, dann, ja, dann wäre ich glücklich. Okay, hier komme ich anscheinend nicht wirklich gut hoch. So wie es aussieht. Gut, dann muss ich mir einen anderen Weg einfallen lassen. Nicht der. Ich wollte eigentlich da rumklettern. Da ist doch so eine... Genau. Oh. Ja, und da seht ihr, das ist zum Beispiel eine Wache, die hat ein Gewehr dabei. Was für uns nicht sehr vorteilhaft ist. So gesehen unvorteilhaft. Aber es macht nichts, solange wir sie töten können. Okay, geht sie denn irgendwo hoch? Oh, ich hasse die Türme von den Borgia-Typen. Die sind immer so schwer zu erklimmen. Dann geht's manchmal hoch, dann geht's manchmal nicht hoch. Manchmal ist Ezio einfach zu wählerisch. Okay, da geht's nicht lang. Geht's dann darüber? Ja. Gut. Da bin ich immer froh. Ich habe echt Angst, dass es hier manche Türme gibt, an denen man nicht hoch kann, solange man nicht diesen Sprung hat. Hier steht zwar immer springen, aber ich glaube nicht, dass sie das damit meinen, weil... Also so wie es man in Teil 2 gemacht hat, geht's nicht mehr. Und wieso ziehst du... Ezio, wieso ziehst du dich da jetzt nicht hoch? Wieso? Wieso machst du das jetzt nicht? Das ist ein Fenster, an dem du dich immer hochziehst. Wieso ziehst du dich da jetzt nicht hoch? Oh, der Typ, ne? Boah, ne. Ey, der zieht sich da nicht hoch. Ich glaub's jetzt nicht. An solchen Fenstern zieht er sich immer hoch. Immer. Warum jetzt nicht? Oh. Naja. Nehmen wir das hier und zünden den Turm an. Gut, das hätten wir. Also dadurch kriegt man auch Geld, sehe ich gerade mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder von Assassin's Creed Brotherhood, denn die Zeit ist wieder vorbei und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich kurz vor der Haustür von dem Bordell. Dann würde ich sagen, bis dann und ja, haut rein. Ciao.